es geht gerade rund und kurz vor so einem großen Auftritt quasi ist natürlich auch permanent was zu tun. Ich habe da seit 2016 oder auch schon vorher mir viele Gedanken gemacht, natürlich, was nach der Karriere irgendwann passiert. Und mein großer Wunsch war immer, ein eigenes Unternehmen zu gründen, danach in die Selbstständigkeit zu gehen. Es ist ein Unternehmen, das ganz spezielle, innovative Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Und wir haben es geschafft, jetzt vor kurzem das erste große Produkt marktreif zu haben. Ja, und wir dürfen es in der Höhle der Löwen vorstellen und buhlen um einen Investor. Da haben wir uns überlegt, wo kann man das am besten generieren und wie kriegt man auch am besten eine Marke in den Handel oder wie wird man auch relativ schnell bekannt. Und dann haben wir einfach mal am Anfang ging es los mit dem Spaß, komm, wir gehen zur Höhle der Löwen. Und doch mit ein paar Mal drüber schlafen und mit nochmal hin und her denken, war uns irgendwann klar, warum nicht. Wir haben nicht viel zu verlieren, wir versuchen das mal. Und selbst wenn die Investoren uns auseinandernehmen, haben wir viel gelernt und wir können das Unternehmen auf anderen Wege voranbringen. Jetzt versuche ich natürlich, das, was ich im Handballsport mache, das mit Leidenschaft, mit Herzblut und ganz viel Engagement zu bewerkstelligen, auch in mein Unternehmen einzubringen. Und wenn man das dann vor so erfahrenen und großen Investoren vertreten darf und irgendwie aber auch muss, es verteidigen muss, dann ist das nochmal eine ganz neue Situation und die hat dazu geführt, dass ich und mein Partner natürlich sehr aufgeregt waren. Das ist definitiv aktuell, sage ich mal, eine Karriere, die erste Karriere auf der Überholspur überholt, würde ich mal sagen. Also natürlich möchte ich noch ein Jahr Handball spielen und durch die Verschiebung der Olympischen Spiele ist das, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, da ich das Ziel irgendwie nicht aus den Augen verlieren möchte, dort nochmal teilzunehmen. Klar, es ist alles weit weg, aber es ist vollkommen klar, dass man eine Karriere, die danach oder wo man danach nahtlos Übergang schaffen möchte, dass die früh begonnen werden muss. Und deshalb ist das auch so, dass es aktuell parallel läuft.